Gute und herzlich willkommen zurück hier in Two Point Hospital, der Gesundheitsabteilung vom Büro Nummer 16. Mein Name ist Max, schön, dass ihr da seid. Und ihr seid gerade live dabei, wir sind das erste Mal in diesem Let's Play im Minus und jetzt auch wieder nicht mehr. Wahnsinn, was geht hier ab? Ich hatte gerade eben noch 20.000 auf dem Konto, dann minus 5. Jetzt sind wir wieder im Plus. Ich wollte eigentlich hier noch die zwei neuen Praxen verschönern. Und ja, ich bin am Überlegen, was können wir noch optimieren? Warum steht der eigentlich so? Können wir doch eigentlich so stellen, macht viel mehr Sinn. Und schwuppdiwupp, wir haben schon wieder 19.000. Dann geben wir es aus, solange wir es noch haben. Nee, die Töpferei hier, die hat irgendwie mehr Anklang. Bearbeiten. Heizung haben wir schon drin. Wir wollen natürlich die Pösterinos. Die Pösterinos. Eine Uhr. So, 3 ist doch perfekt. Und für unseren geliebten Arzt. Der ist die Heizung. Ach. Okay. Haben wir das schon mal aufgehübscht, so. Das ist eigentlich schon ziemlich nice. Wir machen Folgendes. Wir werden hier jetzt einfach noch ein paar Bilder reinhängen. So, und vielleicht noch eine Uhr. Zack. Das war's auch schon, ne? Vielleicht auch einfach mal eine Pflanze zwischen rein. Stufe 3, perfekt. Gut, dann hätten wir das auch. Und was ich hier auf jeden Fall reinbauen wollen würde, ist nochmal eine Toilette. Das ist nämlich immer ganz wichtig, die Toiletten. Ne, Pausenzimmer erstmal nicht. So, und da müssen wir jetzt überlegen. Passen ja nur 2 rein. Das macht irgendwie keinen Sinn. Macht das so Sinn? Kriegen wir so mehr rein? Nee, ne? Kriegen da nur 2 rein, weil das halt so klein ist. So. So. Oh! Ah, klug. Mit K. Kommen Sie. Ah, komm, das passt doch. Das sehe ich. Dann müssen wir das anders machen, ne? Hier wird jeder Millimeter genutzt. Lässt du dich bitte drehen? Danke. Waschbecken ist auch am Start. Können wir den Handtrockner daneben dranhängen? Nee, ne? Können wir den... Oh, perfekt. Schaut euch das mal an. Nice. So ein kleines Foto? Bild? Perfekt. Und so ein Feenlicht? Nee. Das wäre auch zu wild. Aber ja, auch auf ungefähr 6 Quadratmeter 3 Toilettenkabinchen. Och, das sieht doch schicki aus. Gefällt mir. Okay, jetzt brauchen wir erstmal wieder Kohle. Bitte, let's go. Weiterbildung benötigt.
Anna Nerd hat im Beruf viel Erfahrung gesammelt. Sie kann zur Hausmeisterin befördert werden, sobald sie die benötigte Weiterbildung abgeschlossen hat. Ja, dann bilden wir dich doch weiter. Instandhaltung. Komm, dann nehmen wir die auch mit rein. Dann lohnt sich's. Ah, okay, got it. Die muss raus. Wie gehst du? Ah. 15.000. Okay, Anna Nerd muss kurz warten. Bis wir Cash verdient haben. Dass es so knapp ist, hätte ich... Oh, was ist hier los? Wo sind denn meine Spezies? Entfernt Pipi. Macht Pause. Okay. Wir brauchen... Ah, hier kam gerade Kohle rein. So. Dann Instandhaltung. Anna Nerd. Let's go. Was haben wir hier? Vera Fast, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein paar Mitarbeiter zu befördern? Ich glaube, das Krankenhaus würde dadurch profitieren. Ja, ich bin ja eh immer am Befördern. Ich weiß nicht, in welchem Krankenhaus du gearbeitet hast, aber... Jo, warum ist hier eigentlich nie einer? Wo, hier, warum sitzen beide Forschungsärzte... Wahnsinn. Wo ist er? Ciao. Du sollst forschen. Dafür habe ich dich eingestellt. So, und... Patienten werden gebeten, bedenkenlos ihre Kreditkarten zu zücken. Perfekt. Wo bin ich? Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Da. Do your job. Do your job. Sind schon wieder Minus. Die Pflanzen sind komplett... Oh, hier ist jemand gestorben. Ich habe gedacht, wir sitzen irgendwie fester im Sattel. Hier. Ist jetzt ein Geist oder nicht? Muss ich hier... Personal. Hausmeister. Nee, doch nicht. Warum geht der Fernseher nicht? Okay, was ist, welche Dienste denn mit Assistenten? Wow, ey, das Krisenmanagement hier. 1, 2. Wo stehen sie denn, Schlange? Okay, der hat Probleme, ich sehe es. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Haben wir denn... Boah, der ist ja richtig teuer, aber so einen bräuchten wir. Den können wir uns Rekrutierungskosten. Den stellen wir einfach erstmal hier hin. Gießen Sie! Schnell! Wir brauchen Fauna und Flora. Flora und Fauna. Aber warum nicht? Er weigert sich ja. Das ist natürlich... Bisschen. 10% günstiger. Hey, Inflation schallert rein, Leute. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Bezahlst du bitte? Beförderung brauchen wir. Instandhaltung weitergemacht. Perfekt. Was macht sie denn hier? Was war das?
Also ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was er meint mit so, ich hab doch befördert. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Okay, irgendwie. Muss ich die befördern? Personal. Keine Ahnung, Krankenpfleger. Verstehe ich nicht. Okay. Und schon wieder Minus. Irgendwie kommen wir nicht raus. Das können wir uns nicht leisten. Sehr durstig, sehr gelangweilt. Und wo ist der? Hier ist was zu trinken. Hier ist was zu trinken. Da ist was zu trinken und da ist was zu trinken. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wir ziehen mal das Tempo ein bisschen an. Wir brauchen jetzt mal wieder ein bisschen Kohle auch. Alrighty. Gut, jetzt haben wir da ein bisschen Kohle wieder. Da. Instandhaltung der Psychiatrie erforderlich. Ich glaube, eine Praxis macht schon noch Sinn. Wo haben wir das Grundstück gekauft hier? Hier ist nämlich nicht los. Wir bauen eine. Macht. Geht das eigentlich? Eine Arztpraxis. Das Ding hat noch kein Geld verdient und will schon ein Upgrade. Gar keinen Fall. So. Tür. Jeder, der in letzter Zeit versucht hat, irgendeine Art von sozialem Kontakt zu pflegen, wird bemerkt haben, dass es in unserem schönen County an guten Manieren mangelt. Da unser Bildungssystem anscheinend nicht in der Lage ist, dieses Problem zu lösen, übernehme ich mit meinem neuen Format Sir Nigels maßgebliches Musterbuch für meisterhafte Manieren ein Stück Verantwortung. Ich bitte Sie, aufmerksam zuzuhören. Zack. Ein Arzt in die Psychiatrie. So. Haben wir jetzt noch einen Arzt übrig? In Bereitschaft. Ah ne, das sind Krankenpfleger, Ärzte. Zwei können sich's erlauben, Pause zu machen. Wo ist er? Oh, der rennt aufs Klo. Dann lassen wir ihn mal aufs Klo. Ah, der ist aber völlig runter. Ein Arzt wird in der Forschung. Wo ist er? Wo ist der Arzt? Ach, hier. Nee. Was? Okay, hier kommen direkt 6 Leute hin. Dann bauen wir mal Sitzbänke hin. Schön viel Snacks. Hier kommen Nachrichten rein des Grauens. Schön das Fenster zugebaut. Perfekt. Mülltonne. Okay, gut. So, was haben wir hier? Saure Knochen. Tritt auf, wenn einem der Zorn bis in die Knochen fährt. Wird mitunter durch Piraterie ausgelöst.
Wird in der Frakturstation behandelt, ja. Let's go, die ist eh nicht aus. Disco-Fieber kennen wir. Jetzt in der Psychiatrie ein. Die haben wir doch gerade weitergebildet, oder nicht? Ja, das Geld haben wir. Und wir nehmen tatsächlich... Warum kann das jeder ausbilden, ne? Starten wir den Kurs. Perfekt. So. Ich denke... Dann können wir sagen, we call it a day. Wir haben hier schön ausgebaut. Wieder. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar freue ich mich wirklich sehr. Schaut auf den Socials vorbei, schaut auf Twitch vorbei. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.